Kurz zum Inhalt. Ich werde kurze Einleitung und Hintergrund zu diesen Datenrichtlinien präsentieren. Dann am Beispiel der EU Star Journal Liste. Das ist eine spezielle Zeitschriftenliste, die für Prämierungszwecke herangezogen wird. Die einzelnen Elemente, die in Datenrichtlinien existieren, vorstellen und auch dazu ein bisschen was erzählen, wo man aufpassen muss, wo Probleme sind, etc. Am Schluss noch ein kurzer Exkurs zur KI-Nutzung. Bei unseren Recherchen dazu haben wir uns überlegt, auch die generative KI ein bisschen zu schauen, inwieweit die bereits in solchen Policies verankert ist. Und zum Schluss präsentiere ich euch noch ein paar Empfehlungen, die sich sowohl an Forscher als auch an Forschungssupport richten, um sozusagen mit den Publikationsprojekten dann nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Ja, kurz zur Einleitung. Art Arbeitsdefinition von Datenrichtlinien. Ich sage Datenrichtlinien deswegen, weil Forschungsdatenrichtlinien ist ein relativ langes Wort und in den meisten Policies liest man gar nicht so sehr über Forschungsdatenrichtlinien, sondern grundsätzlich Data Policy oder ähnliche Varianten. Ich werde diese Begriffe Forschungsdatenpolicy, Forschungsdatenrichtlinie synonym verwenden in der Folge. Ja, was ist eine Datenrichtlinie in einer Zeitschrift? In der Regel ein eigenes Dokument oder ein Teil eines größeren Leitfadens, zum Beispiel einer Autorenrichtlinie oder einer Einreichungsrichtlinie. Der Inhalt solcher Datenrichtlinien sind in der Regel Angaben, Anweisungen und Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten, aber auch Code und Software, die im Zuge dieser Forschungsprojekte verwendet werden, typischerweise R-Code, MATLAB-Code etc. Der Ursprung einer solchen Richtlinie kann jetzt entweder vom Verlag direkt kommen, die meistens dann für bestimmte Gruppe von Zeitschriften, die im jeweiligen Verlagsportfolio gelten, oder für bestimmte Disziplinen unterschiedlich sind, also vergleichsweise in den Naturwissenschaften oder eben Sozialwissenschaften gibt es unterschiedliche Verlagspolicies. Sie können von Forschungsorganisationen oder Verbänden formuliert werden, also zum Beispiel von der IEEE oder auch von der American Economic Association, um ein Beispiel zu nennen. Häufig werden mittlerweile zeitschriftenbasierte Datenrichtlinien auch durch das Editorial Board herausgegeben, das sich aber eher auch meistens aus Vertretern dieser Forschungscommunity zusammensetzt. Ich habe hier so einen Überblick einmal kurz aufgezeichnet, wie man das sozusagen einordnen kann. Es hat sich ja in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr viel getan, was Richtlinien zu Forschungsdaten betrifft und Open Science ergeben. Auf nationaler, internationaler Ebene wurden Regulierungen vorgenommen, Policies verabschiedet, Empfehlungen ausgesprochen. Es gibt institutionelle Richtlinien wie FDM-Policies an Universitäten. Es gibt Richtlinien von Fördergebern und auch mittlerweile eben Richtlinien, die von Verlagen für die Einreichung von Publikationen verlangt werden oder eben auch von verschiedenen Communities und Forschungsverbänden. Bereits in den 2010er Jahren haben große kommerzielle Wissenschaftsverlage begonnen, Datenrichtlinien zu entwickeln. Und zwar meistens in Form eines Frameworks, wo sie verschiedene Elemente, vor allem alles im Hinblick auf die zur Verfügungstellung von Forschungsdaten oder dem Umgang mit Forschungsdaten betreffend, erarbeitet haben. Hier ist ein kurzer Überblick über so ein Framework. Der linke Teil ist so eine Liste von Data Policy Features, die aus einem Konsortium mehrerer Verlage, in einer Arbeitsgruppe über die Research Data Alliance entwickelt worden sind. Und daraus haben diese Verlage dann auch so Policy-Gruppen abgeleitet. Und die rechte Tabelle zeigt ein Beispiel dieser 4 Verlage, Wiley, Taylor, Francis, Elsevier und Springer,
welche Minimal- oder Maximalanforderungen so Datenpolicies haben. Das sind jetzt nur so ausgewählte Beispiele. Ich habe jetzt hier diese sogenannte Datenverfügbarkeitserklärung hergenommen. Man muss dazu sagen, das Feld ist sehr dynamisch. Also wenn man sich zum Beispiel in der letzten Zeile anschaut, Springer hat mittlerweile eine Datenverfügbarkeit als Requirement für ihre Journals festgelegt. Das war vorher nicht in allen Zeitschriften so, wobei die Umstellung erst sukzessive geht. Also wenn man sich dann einzelne Fachzeitschriften bei Springer ansieht, dann ist das immer noch sehr unterschiedlich in der Handhabung. Aus diesem ganzen, dieser ganzen Sammlung von Datenrichtlinien und Entwicklungen haben wir uns überlegt, wie können wir hier sozusagen den Forschern und Forscherinnen bei der Einreichung oder während der Einreichung irgendwo zur Seite stehen und ihnen vielleicht Hilfestellung geben, worauf sie achten müssen. Denn viele dieser Fachzeitschriften haben mittlerweile relativ komplexe und umfangreiche Datenpolicies. Zu diesem Zweck haben wir uns dieses Jahr neu erschienene BU Star Journal Liste angeschaut. Das ist eine Liste von 84 Zeitschriften, die an der WU für Prämierungszwecke verwendet wird. Das heißt, wenn ein Forscher oder eine Forscherin da drinnen publiziert, erhält sie eine entsprechende Prämie. Das ist auch durch eine Betriebsvereinbarung abgesegnet. Das heißt, diese Liste aus Zeitschriften entstammt aus der Zusammenschau mehrerer internationaler Top-Rankings von Fachzeitschriften aus verschiedenen Disziplinen, also vor allem Economics, Business, aber auch Psychologie, Mathematik, Bildungsforschung, Computational Science etc. Das sind alle diese Forschungsfelder, die hier an der WU auch vertreten sind. Und diese Journals, die in dieser Liste drinnen stehen, sind objektiv die besten sozusagen der Welt. Also wir hatten wirklich einen sehr langen Prozess, um diese Liste hier festzustellen. Und in den letzten 6 bis 7 Jahren haben etwas mehr als 270 Publikationen durch WU-ForscherInnen stattgefunden. Das heißt, das ist eine relevante Größe hier an der Universität. Und wie wir nachher noch sehen werden, sind die Policies in diesen verschiedenen Forschungsfeldern sehr unterschiedlich ausgestaltet. Wir haben diese Fallstudie eben dazu verwendet, um diese Policies zum einen zu analysieren und daraus mögliche auch Probleme, die für den Autor entstehen können, wenn er nicht rechtzeitig sich diese Policies ansieht, abzuleiten und mögliche Beratungsleistungen oder eben auch Webinare anzubieten. Ja, was sind die Kernelemente solcher Journal-Datenrichtlinien? Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen formalen Elementen und inhaltlichen Elementen. Das heißt, wo finde ich diese Datenrichtlinien oder die Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten? Wie wird sie präsentiert? Wie wird sie aufbereitet? Wie klar sind diese Richtlinien? Das Zweite sind eben, und das ist das Interessantere, eigentlich die inhaltlichen Richtlinien, die sich auf die Forschungsdaten, aber auch auf Code und wenn man so will, kann man, ich subsumiere jetzt einfach den Source Code, zum Beispiel R-Code oder solche Dinge unter dem Überbegriff Forschungsdaten, auch andere inhaltliche Fragen, Bereitstellung, Datenverfügbarkeit, Repositorien etc. Und diese Inhalte haben wir uns dann einfach genauer angeschaut. Wir haben dazu zum einen eine quantitative Analyse dieser Texte gemacht. Also wir haben die Textkorpora abgeleitet und dann auch aufgrund von bestimmten Textstrings festgestellt, wo diese Themen angesprochen werden und wo nicht. Und darüber hinaus dann auch noch sozusagen eine qualitative Durchsicht dieser Datenrichtlinien. Zu den formalen Elementen, hier geht es in erster Linie eben darum,
wo sie stattfinden, die Darstellung auf der Website des Verlages, der Zeitschrift oder auf einer Verbandswebsite, wie zum Beispiel der American Marketing Association, oder liegt es wo auf einer Universität. Es gibt auch Fachzeitschriften, die sozusagen im Eigentum einer Universität stehen, aber halt von einem Verlag wie Weile gehostet werden. Wie wird eine Datenrichtlinie dann im Grunde genannt? Da gibt es verschiedene Beispiele, etwa Code-Sharing Policy, Reporting Standards, Data and Code Availability Policy oder eben auch simple Guide for Authors. Und da kommen wir auch gleich zu der Problematik der Präsentation. Manchmal sind diese Dokumente separat, das heißt auch so gekennzeichnet, mit Verweis auf die Achtung, hier gibt es die Daten Code Availability Policy. Manchmal sind oder auch sehr häufig sind diese Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten in den Autorenrichtlinien oder Einreichungsrichtlinien vorhanden oder in einem Absatz darinnen formuliert, nebst Angaben zur richtigen Formatierung. Das heißt, es ist nicht immer gleich ersichtlich, was die Anforderungen an die Autoren, Autorinnen sind. Ein anderer Punkt, der vielleicht noch interessant ist, ist der Zeitpunkt, sozusagen, wann diese Datenrichtlinie schlagend wird. Es hat vor allem im Zusammenhang mit Reproduzierbarkeit und zu dem kommen wir nachher eh noch, beziehungsweise wann müssen bestimmte Teile der Policy erfüllt sein. Also vielleicht zu Beginn der Einreichung oder erst am Ende, wenn man sozusagen das Paper akzeptiert bekommt. Ich habe hier ein Beispiel einer Zeitschrift von Wiley. Das heißt, es hängt mit dem Thema der Verortung zusammen. Wir haben auf der einen Seite die Seite des Verlages, das ist dieser linke Teil im Bild. Es gibt aber keinen Link von dieser Verlagsseite zur eigentlichen Policy auf der Webseite des Zeitschrifteneigentümers, das ist in dem Fall die University of Pennsylvania. Das heißt, wenn man das nicht im Vorfeld schon weiß, dann tut man sich schwer, diese Dinge zu finden. Das heißt, es gibt ja keine Reziprozität zwischen den Links. Das heißt, dass der eine Link zum anderen führt und umgekehrt. Das ist so ein bisschen Trial and Error. Also wenn du die Autoren-Guidelines hier anschauen würdest, würdest du diese Data Availability Policy nicht finden. Das heißt, für jemanden, der in seiner Community gut verankert ist und in diesem Journal auch Kollegen schon publizieren gehabt hat, der kann sie natürlich, tut sie vielleicht leichter. So. Aha, siehst du? Entschuldigung. Hört ihr mich? Ich habe gerade keinen Schirm, keinen zweiten. Ja, wir hören dich noch. Die Präsentation ist weg. Ja, ich weiß nicht, mein Schirm hat sich gerade verabschiedet, der andere. Ich mache das, ich schaue jetzt einmal. Warte mal noch einmal. Ah ja, ich weiß nicht, ich werde es jetzt so machen, dass ich das auf dem einen Schirm mache. Ist egal, wir kriegen das so auch hin. Ja, okay. Können wir nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber. Okay. So, dann machen wir das ein bisschen anders. So. Tja, seht ihr jetzt? Ja, wir sind präsent. Passt, ja. Super. Passt. Mhm. Das zweite, ein typisches Beispiel, was wir bei unseren Untersuchungen festgestellt haben, kommt nicht sehr häufig vor, ist aber leider doch noch präsent. Das heißt, die Daten verschiedener Richtlinien für eine und dieselbe Zeitschrift existieren an verschiedenen Stellen. Ein Beispiel davon ist Journal of Financial Economics, wo es auf der Seite des Zeitschrifteneigentümers die eigentliche Policy gibt, die auch mit 2023 relativ aktuell ist. Aber es gibt gleichzeitig Richtlinien bei Elsevier zur selben Zeitschrift.
Und ich würde das jetzt einmal gerne als Beispiel hier zeigen. Das ist jetzt die Website von Elsevier zu dieser Zeitschrift, wo es auch eben Informationen gibt zum Data Linking, Research Element, teilweise auch zum Umgang mit KI, Research Data. Sie verweisen da auch auf ihre Verlagspolicy und haben dann und haben zahlreiche Links auch auf ihre sozusagen generellen Informationen zum Umgang mit Daten, also Research Data Guidelines, die allerdings alle auf der Website von Elsevier verankert sind. Wenn man sich aber dann die separate Zeitschriften-Website von einem Journal anschaut, dann schaut es gleich ganz anders aus. Die kennt man in der Regel wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt als Autor das würde man dort nicht suchen. Diese Community, die sozusagen die Zeitschrift besitzt, hat hier dann auch ihre eigene Data and Code-Sharing Policy verabschiedet. Und was man hier eben auch sehen kann, oder man findet relativ schwer irgendeine Verbindung zu Elsevier. Ja. Und das macht es natürlich für Forschende, die auf der Suche nach Informationen sind, schwierig. Das heißt, hier ist auch von den Verlagen nach wie vor, gibt es da in manchen Bereichen noch, sagen wir mal, Raum für Verbesserung. Ja. Kommen wir jetzt zu den inhaltlichen Elementen von Policies. Wir haben uns mehrere dieser Elemente angeschaut. Das war zum einen, was sagen die Policies zum Thema Datenverfügbarkeit? Was sagen sie zum Thema Datenrepositorium? Das heißt, Datenverfügbarkeit, sind diese DAS, diese sogenannten Data Availability Statements, erwähnt, vorgeschrieben, gibt es Vorlagen, Templates. Grundsätzlich werden solche DAS verwendet, um zu beschreiben, wo die der veröffentlicht zugrunde liegenden Daten zu finden sind und unter welchen Bedingungen man auf sie zugreifen kann. Manchmal ist auch noch ein DOI angeführt, sofern er existiert. Datenrepositorium ist das Thema. Gibt es Empfehlungen seitens der Zeitschrift oder des Verlages, bestimmte Fachrepositorien zu nutzen? Das ist häufig so, dass in speziellen, sagen wir jetzt einmal, Fachzeitschriften, die sich mit dem Thema Ecological Science oder so beschäftigen, auch auf die entsprechenden Fachrepositorien verwiesen werden. Manche Fachzeitschriften betreiben ein eigenes oder haben ein definiertes Datenarchiv, wo sie die Autorinnen verpflichten, dort die Daten zu hinterlegen. Dann haben wir uns noch vier andere inhaltliche Dimensionen angeschaut in diesen Policies, nämlich was sagen sie zum Thema Data Sharing, also das Teilen von Daten und Code aus. Das Thema Pseudodaten und synthetische Daten waren bei unserem Sample wichtig, weil es hier an der WU sehr viel auch um quantitative Daten geht, teilweise auch Daten, die eben von kommerziellen Datenprovidern stammen. Oder eben auch Daten, die Persönlichkeitsrechten unterliegen und insofern einer eingeschränkten Weiterverwendung unterliegen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Das ist gerade in der Ökonomie, aber auch in anderen quantitativ orientierten Forschungsfeldern ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, was sagt die Policy dazu? Was verlangt sie von den Autorinnen? Wie muss eine Replication Package ausschauen? Sind die Reproduzierbarkeitsangaben zwingend? Und was muss in so einem Replikationspaket enthalten sein? Und ein letzter inhaltlicher Punkt, den wir uns noch einmal angeschaut haben, ist das Thema Dateneditor. Es gibt einige Zeitschriften mittlerweile und auch Communities, so wie die American Economic Association, mittlerweile auch die European Economic Association, die für ihre Zeitschriften im Editorial Board
einen sogenannten Dateneditor installiert haben. Die Aufgabe dieses Dateneditors ist in der Regel, den Prozess dieser Reproduzierbarkeit zu überwachen, beziehungsweise auch so Replikationspackages zu überprüfen. Das macht er meistens nicht alleinig, aber das ist ein eigenes Problem, dieses Businessmodell des Data Editors, um sozusagen dann auch zu gewährleisten, dass die Reproduzierbarkeit-Anforderung nicht nur eine hohle Phase bleibt. Ich habe jetzt für diese einzelnen Elemente in den Policies ein paar Details hier auch noch vorbereitet. Zum Beispiel Datenverfügbarkeit. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, so eine Datenverfügbarkeitserklärung zu formulieren, entsprechend der Qualität und Struktur der Daten, also ob die Daten zugänglich sind, ob sie aus öffentlichen Quellen, ob sie durch Einschränkungen durch Dritten unterliegen oder ob es zum Beispiel ein Embargo gibt. Wiley hat hier ein sehr angenehmes Service, nämlich ein paar Vorlagen entwickelt, die dann von den Autoren relativ unkompliziert verwendet werden können. Zum Thema Datenrepositorium finden wir sehr unterschiedliche Empfehlungen oder Aussagen. Wir haben hier ein paar Beispiele herausgegriffen. Im Journal of Applied Psychology findet sich eine Empfehlung sozusagen für bestimmte Repositorien. Sie haben eine Liste dafür angeführt. Wir können uns das mal kurz anschauen. Das ist sozusagen dieses auf dem OSF, auf dem Open Science Foundation Portal hinterlegten Datenrepositoriums, also relativ niederschwellig eigentlich zu verwenden. Und sie empfehlen dann auch noch andere Repositorien. Im Journal Science, der American Association for Advancement of Sciences, also klassische Hauptjournal aus den Naturwissenschaften. Interessanterweise sollten Sie in permanenten und unabhängigen Repositorien die Daten hinterlegt werden. Sie schlagen hier vor Dry Dataverse oder Zenodo. Was Sie ablehnen, sind zum Beispiel so Services wie diese File-Hosts von Dropbox zum Beispiel. Ja. Springer wiederum hat Empfehlungen für verschiedene Repositorien, abhängig von den jeweiligen Forschungsfeldern. Ein Beispiel für ein eigenes Dataverse ist die Zeitschrift Journal of Political Science, die sozusagen von ihren Autorinnen verlangen, dass die Daten in dem zeitschrifteneigenen Archiv abgelegt werden. Das heißt, die kooperieren dann auch mit dem Datenrepositorium und haben dann auch die Gewissheit, dass alle Daten, die in diesen Journals publiziert werden, sozusagen an einem Ort archiviert sind. Dann zum Thema Data Sharing. Wir haben jetzt zwei Beispiele herausgegriffen. Die finden sich hier in den Autorenrichtlinien. Da sieht man recht gut den Unterschied zwischen einer Empfehlung oder einem Requirement, wo sozusagen das ein Erfordernis ist. Das heißt, du musst als Autor diese Daten in irgendeiner Form teilen, sage ich jetzt einmal. Die Formulierungen sind in dem Fall sehr ähnlich. Das heißt, in dem einen Fall sagt man, the journal encourages and enables you to share the data, etc. Ja. Zweiter Fall, hier schreibt es explizit, this journal requires and enables you to share data that supports your research publication. So. Ich habe hier rechts eine Tabelle. Das sind die Terme drinnen, nach denen wir in diesen Policies gesucht haben. Und haben das dann einmal beispielhaft hier ausgewertet. Das heißt, das Thema selber kommt, die Definition ist so,
die Häufigkeit zum Beispiel von 36 bezüglich des Terms Data Sharing heißt, kommt mindestens einmal in N Policy-Dokumenten vor. In dem Fall in 36 Policy-Dokumenten taucht das Thema Data Sharing auf. Also in anderen haben wir andere Strings gesucht, weil natürlich die Terminologie nicht immer gleich ist. Also Sie finden auch den Begriff Fair Data relativ selten in einer Policy. Das Konzept Fair wird eher umschrieben in Form von, dass die Daten auffindbar sein sollen oder irgendwo nachgewiesen werden sollen. Aber der Begriff Fair Data, so wie wir ihn in dieser FDM-Community häufig verwenden, taucht nur vereinzelt in Zeitschriften hier auf, in diesem Sample. Zum Thema Pseudodaten und synthetische Daten, die sind deswegen relevant, vor allem im Bereich, also wir hatten hier an der BU schon Fälle, wo das Thema relevant auch war oder nach wie vor ist. Wenn sozusagen die Originaldaten aus irgendeinem Grund, weil sie zum Beispiel kommerzielle Daten sind und aufgrund einer NDE-Vereinbarung nicht weitergegeben werden dürfen, besteht die Möglichkeit, einen sogenannten Pseudodatensatz zu verwenden, der sicherstellt, dass zum Beispiel der Code und die Funktionalität des Codes nachvollzogen werden kann und auch die entsprechenden Resultate herauskommen. Das ist vor allem man sieht es hier an den Titeln der Zeitschriften, im Bereich Financial Economics, also sehr stark quantitativ orientierte Forschung, relevant. Und wir hatten vor ein paar Jahren einmal den Fall, dass am Institut für Mathematik für Benchmark-Zwecke ein Datensatz verwendet wurde, der allerdings aus einer Finanzdatenbank stammte, und die mussten tatsächlich diesen Datensatz dann nachbauen, sozusagen einen Pseudodatensatz generieren, um das Paper dann tatsächlich publizieren zu können, weil der Verlag das verlangt hat und die Daten aber eigentlich für die Veröffentlichung nicht zugelassen waren. Die Entwicklung von so einem Pseudodatensatz kann durchaus zu erheblichem Mehraufwand führen, vor allem wenn einem das nicht im Vorfeld schon klar ist. Das heißt, das bekommen wir später noch bei den Empfehlungen dazu, es ist ganz wichtig, im Vorfeld schon zu wissen, kann ich meine Daten überhaupt bereitstellen, und wenn nicht, dann muss ich mir die Policy anschauen. Das heißt, die Information am Beginn des Publikations- oder Forschungsprozesses eigentlich ist ganz entscheidend. Die zweite Variante sind sogenannte synthetische Daten, die zum Beispiel auch hier in der Bildungsforschung zugelassen sind und häufig aus Vertraulichkeitsgründen eingesetzt werden. Das heißt, man versucht hier einen synthetischen Datensatz zu verwenden oder einen Ausschnitt nur eines bestimmten Datensatzes, um hier keine Datenschutzproblematik aufkommen zu lassen. Das wird zum Beispiel in der American Educational Research Association explizit für alle diese Journals, die sie herausgeben, so formuliert. Interessant ist etwa das Beispiel des Journals Marketing Science. Dieses Journal erlaubt sozusagen die Benutzung von synthetischen Daten, um die Autoren nicht davon abzuschrecken, eben nicht Daten zu verwenden, weil sie oft sagen, ja, this could probably prevent the authors from using their data set beyond the first paper. Also das heißt, sie wollen ja die Daten vielleicht später noch verwenden und deswegen würden sie es dann nicht hergeben oder vielleicht gar nicht in dem Journal publizieren. Und so ermöglicht man ihnen einfach, einen Teil dieser Daten nur ausschnittsweise bereitzustellen oder eben einen synthetischen Datensatz zu kreieren, der in der Struktur dann dem entspricht. Das sind alles sehr
komplizierte Bestimmungen, die man als Autor möglichst im Vorfeld schon berücksichtigen sollte. Wenn eben sowas gar nicht geht, wir haben hier ein Beispiel aus einem Journal der American Economic Association. Das heißt, ich habe das Problem, ich habe verschiedene Daten, teilweise öffentlich zugängliche Daten, teilweise eben lizenzierte oder proprietäre Daten eines kommerziellen Anbieters, die ich meinem Paper verwende, die ich aber nicht weitergeben darf. Die Lösung kann jetzt sein für das Journal, dass die Detailbeschreibung verfasst wird, wie die Daten hergeleitet werden können. Das heißt, die Autoren müssen dann wirklich beschreiben, mit welchen Abfragen und Variablen sie von dieser Finanzdatenbank zum Beispiel die Daten, die Rohdaten heruntergeladen haben, wie die zusammengesetzt sind, welche Eigenschaften die hatten etc. Also wirklich sehr detailliert. Das können 3 bis 4 Seiten in einem Zusatz sein, wo diese Datenbeschreibung vorliegt, die dann sozusagen dem Data Editor, sofern einer da ist, in dem Fall gibt es bei der AIA einen, vorgelegt wird, der bei Bedarf auch sich, in Amerika gibt es das manchmal, die haben so Vereinbarungen mit diesen kommerziellen Datenprovidern, dass sie sozusagen diese Daten für diese Zwecke sich aus dieser Datenbank holen können, um tatsächlich eine Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Auch hier hatten wir das zum Anlass genommen, uns diese Dinge anzuschauen, weil wir einen Fall hatten eines Kollegen, der am Ende eigentlich des Review-Prozesses dagestanden ist und gesagt und ihm dann gesagt wurde, ja, das ist alles super, das Paper, wir schauen uns das gern an, aber wir brauchen die Daten. Und er ist dann erst eigentlich darauf gekommen, okay, wenn ich mir das anschaue, ich kann dir die gar nicht hergeben. Und dieser Workaround hat dann relativ viel Zeit gekostet. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das Paper dann in dem Journal erschienen worden ist oder woanders. Aber das kann dann zu erheblichen Verzögerungen führen oder unter Umständen, wenn du es dann nicht schaffst, auch zu einem sogenannten Desk Reject. Das heißt, es wird schon, bevor es in den Review-Prozess geht, das Paper abgelehnt. Hier habe ich zwei Spalten mit Beispielen für Replikationsvorlagen und Werkzeuge, die den Autoren und Autorinnen helfen können, so eine Replication Package, die für Reproduzierbarkeitszwecke geliefert werden muss, zu verwenden. Die Links hier funktionieren sich alle. Das heißt, wenn ich die Folien dann zur Verfügung stelle, könnt ihr euch das dann im Detail gerne anschauen. Aus Zeitgründen würde ich hier jetzt nicht alles durchgehen wollen. Aber es gibt zum Beispiel Templates für so README-Dateien, die sind eigentlich das Um und Auf in der Reproduzierbarkeit. Das heißt, die Application Package beinhaltet ein README-File, in dem genau steht die Datenbeschreibung, Codebeschreibung etc., wie man vorgehen muss, wenn man diese Daten und die Ergebnisse reproduzieren möchte. Es gibt da mittlerweile auch Werkzeuge oder Portale, so wie CodeOcean, die einem ermöglichen, sozusagen die Software oder den Code, den man verwendet hat, dort zu testen. CodeOcean war früher offen, ist mittlerweile ein kommerzielles Portal. Dann vielleicht auch noch ein Beispiel, wo kann ich meine Replikationsdaten, wenn ich jetzt nicht ein dezidiertes Archiv zur Verfügung habe, hinterlegen. Zum Beispiel das in Österreich ansässige Social Science Data Archive hostet auch Replikationsdaten. Die arbeiten teilweise auch mit Fachzeitschriften zusammen. So, und weil wir schon bei der Replikation und der Reproduzierbarkeit sind, nochmal kurz eine Zusammenfassung, was so die Aufgaben eines Data Editors sind, an dem man sich in der Regel auch wenden kann, wenn man Probleme hat mit diesen Dingen. Das heißt, der Data Editor versucht zu schauen, inwieweit sozusagen deine Application Package auch übereinstimmt mit der Policy
Und es wird dann eben auch versucht, die Korrektheit zu überprüfen. In der Regel muss diese Information vor der Akzeptanz des Papers beim Editor sein. Das ist das Um und Auf. Ja. Das sind wir auch beim Zeitpunkt, wann so eine Policy greifen kann. Es gibt Journals, die verlangen, dass du die Daten bereits bei der Einreichung zur Verfügung stellst oder die entsprechende Replication Package. Bei einigen, die wir untersucht haben, ist es so, dass sie diese Replication Package eben nach dem Review-Prozess, bevor das Paper akzeptiert wird und publiziert wird, abliefern müssen. Weil es schon aktuell war und es irgendwie zusammengefallen ist mit unserer Untersuchung, haben wir versucht, auch kurzfristig die Richtlinien danach zu untersuchen, inwieweit sie den Umgang mit generativer KI regeln. Als wir dieses Sample analysiert haben, das war im Frühjahr dieses Jahres, gab es kaum etwas da drinnen. Also das Häufigste, und das ist jetzt auch hier kurz zusammengefasst, waren Informationen darüber, dass die KI sozusagen nicht als Autor zulässig ist. Das sind so, das war so die klassische Regelung, die richtige Zitierung, wenn man eben Sprachmodelle eingesetzt hat. Das ein Auszug aus seiner Policy etwa: Generative Editorial Work and Autonomous Content Creation ist sozusagen nicht gestattet. Schauen wir uns vielleicht kurz so ein Beispiel an. Elsevier hat so eine Art Deklaration über generative KI im wissenschaftlichen Verfassen. Diese Regulierungen geben meistens Auskunft darüber, wie man KI-basierte Technologien zitieren muss, wenn man sie verwendet. Das ist noch sehr viel offen hier in diesen Policies. Ich glaube, das ist ein eigenes Thema, wo man sich das nochmal anschauen könnte. Und insofern war damals auch zu dem Zeitpunkt nicht ganz leicht, dann noch mehr herauszuholen. Aber das hat in den letzten 4-5 Monaten sich enorm verändert. Das heißt, die Verlage haben ja mittlerweile auch schon teilweise Deals mit Firmen wie OpenAI, wo die Zeitschriften sozusagen die Inhalte zu Trainingszwecken auch zur Verfügung stellen können. Das heißt, die in diesen Journals publiziert werden. Das ist ein ziemliches Streitthema. Ja. Dann vielleicht noch das Beispiel von Sage. Hier gibt es vereinzelt wirklich sehr, sehr detaillierte Richtlinien, die man beachten muss. Was muss man machen, wenn man so ein LLM einsetzt? Oder hier auch der explizite Hinweis, dass ChatGPT nicht als Autor in der Einreichung stehen darf. Zusammenfassend sind wir zu dem Ergebnis gekommen, und das versuchen wir dann auch sozusagen in unseren Beratungs- und Angebotsleistungen irgendwo zu verankern. Die umfassendsten Richtlinien kommen meistens aus diesen Communities der Forschungsfelder, also zum Beispiel aus der American Economic Association. Die entwickeln diese Policies sozusagen in ihrer Forschungscommunity. Die wurde teilweise auch von anderen Associations schon übernommen, die American Educational Research Association oder die American Psychological Society haben sehr, sehr detaillierte und umfangreiche Datenrichtlinien entwickelt. Man muss dazu sagen, dass wir hier, wenn man diese
drei Beispiele nimmt, sehr unterschiedliche Disziplinen hat, nochmal anders sieht es in der Naturwissenschaft oder auch in den Medizin-Journals aus. Da gibt es schon viel länger solche Themen. Das heißt, das haben wir uns hier natürlich nicht angeschaut, weil es für unsere Forschenden nicht so relevant ist. Abhängig von der Disziplin haben auch unterschiedliche Prioritäten in den Policies ihren Niederschlag gefunden. Also klassisches Beispiel, diese Reproduzierbarkeit in den quantitativen Forschungsfeldern, vor allem in der Ökonomie, aber auch im Operations Research oder Decision Science und solche Felder. Dort sind diese Dinge oder Finance mittlerweile in den Top-Journals nicht mehr wegzudenken. Es gibt kommerzielle Verlage, die teilweise noch Rahmenrichtlinien haben, die allerdings immer weiter sozusagen auf die Journals heruntergebrochen werden. Die Datenverfügbarkeitserklärung, also das sogenannte Data Availability Statement, ist mittlerweile quasi Standard. Das heißt, es ist de facto in allen Top-Journals verpflichtend. Schon erwähnt, Pseudodaten oder synthetische Daten sind ein Thema geworden in der Vergangenheit, erfordern aber meist zusätzlichen Aufwand. Bei der Erstellung, da ist es auch sehr wichtig, das bereits im Vorfeld zu wissen, dass man möglicherweise sowas braucht. Das Resümee daraus ist auch, diese vielleicht mangelnde Kenntnis in der jeweiligen Datenrichtlinie kann eben zu einer erheblichen Zeit- und Mehraufwand führen. Zum Beispiel bei der Revision, Verzögerung beim Erscheinen oder auch eben die Gefahr einer Ablehnung, bevor es überhaupt in den Review-Prozess kommt. Das heißt, unsere Empfehlung ist, Datenrichtlinie möglichst früh, aber spätestens vor der Einreichung wirklich zu lesen oder eben die FDM-Beratung in ihrer Institution zu kontaktieren oder als Forschungsservice, je nachdem, wer halt für diese Themen Publikationsservices zum Beispiel zur Verfügung steht. Wichtig ist, die eigene Community, Kolleginnen zu fragen, die vielleicht im eigenen Institut schon dort publiziert haben. Die Teilnahme in Konferenzen gibt immer Möglichkeiten, sowas zu diskutieren. Es gibt mittlerweile so wie die OSF, also Portale, Foren, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Die OSF bietet da zum Beispiel sehr viele Informationen. Ja, Zeitschriften, erkunden Sie die Websites, ist tatsächlich im Sinne von erkunden, weil wie wir gesehen haben, es gibt Beispiele, da musst du tatsächlich diese Dinge erst erkunden und recherchieren. Es ist nicht so, dass man hinklickt und dann steht dort, aha, Datenrichtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten, sondern in 8 von 10 Fällen finden sich die in den Submission Guidelines oder in den Autorenrichtlinien. Ja. Wichtig ist auch, sich sozusagen mit diesen relevanten Werkzeugen, was wir vorher kurz vorgestellt haben oder gezeigt haben, diese Tools, Templates für die Erstellung von Replication Packages etc. Vertraut zu machen. Wie kann ich meinen Code checken? Oder eben final, wenn man schon das Papier hat, aber unsicher ist, ob jetzt eine bestimmte Richtlinie in irgendeiner Weise meine Einreichung betrifft oder nicht, den Zeitschriften-Editor oder das Editorial Office zu kontaktieren oder den Dateneditor. Wir haben jetzt sozusagen abschließend diese Inhalte auch in einem Webinar an der WU aufbereitet, um das jetzt den konkreten Nutzen auch noch einmal zu illustrieren. Und aus diesem Webinar heraus ergab sich dann in einem Fall ein konkretes Beratungsgespräch mit einer Forscherin, die ein Paper hatte, das sie in einem Journal, wo sie ohnehin schon mal eingereicht hat, einreichen wollte, aber eben Daten aus unterschiedlichen Quellen hatte, wo ein Teil dieser Daten einer NDE unterliegt, die praktisch keinen Spielraum erlaubt. Und interessanterweise waren die Opt-out-Möglichkeiten in dieser Policy sehr umfangreich. Das heißt, sie haben Möglichkeiten angeboten, wenn du bestimmte Forschungsdaten nicht zur Verfügung stellen kannst.
gibt es Workarounds. Und unsere Aufgabe war sozusagen, gemeinsam irgendwie eine Strategie zu entwickeln, welche dieser Optionen am besten für Ihren Fall ist, um sozusagen einer Rejection zu entgehen. So, damit sind wir am Ende und ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit.